Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 16 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes. Heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 20-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, wie letzte Woche bereits angekündigt, möchte ich euch im heutigen Podcast meine 5 wichtigsten Säulen für die Begleitung eines Kindes mit ADHS bzw. ADS mitgeben. Über all die Jahre, in denen ich mich mit diesem Syndrom und seinen Auswirkungen auf betroffene Kinder und ihre Familien beschäftigt habe, haben sich nämlich 5 Prinzipien für mich herauskristallisiert, die einfach unerlässlich für das gute Gedeihen bzw. eine förderliche Entwicklung unserer besonderen Kinder sind. Und die möchte ich euch heute näher bringen. Davor aber noch 2 organisatorische Ankündigungen. Das PDF zur heutigen Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/Erziehungsprinzipien herunterladen. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Und Ankündigung Nummer 2, am 21., 22. und 25. September wird es wieder ein Webinar geben, das ich ja, wie viele von euch wissen, nur 2-mal pro Jahr abhalte. Und in diesem Webinar wird es darum gehen, wie wir mit unseren besonderen Kindern den Alltag, aber vor allem auch die Schule bewältigen können und wie es gelingen kann, die Lehrkräfte unserer Kinder mit ins Boot zu bekommen, sodass alle an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander gearbeitet wird. Anmelden könnt ihr euch zu dem Webinar unter www.adhshilfe.net/Webinar. Das Webinar dauert in etwa 45 Minuten und am Ende können die, die mögen, mir dann auch noch Fragen im Chat stellen, die ich dann live beantworte. Und für diejenigen unter euch, die keine Technikfreaks sind, ihr könnt euch wirklich entspannen. Die Teilnahme ist nämlich ganz einfach. Ihr klickt nur einen Link und wartet, bis ich am Bildschirm erscheine. Sonst müsst ihr nichts machen, einfach nur zusehen und wer mag, kann sich auch ein paar Dinge notieren. So, nun aber zu unserem Thema des heutigen Podcasts, zu den 5 Prinzipien oder Säulen, auf denen sich mein Begleitungsansatz für Kinder mit ADHS und ADS stützt. Säule Nummer 1. Eltern von betroffenen Kindern brauchen unbedingt ein solides Grundwissen zum Thema ADHS. Es ist einfach wichtig, über die Symptome Bescheid zu wissen, um das Verhalten seines Kindes überhaupt mal einordnen und annehmen zu können. Eltern müssen aber auch wissen, wo sie ihr Kind diagnostizieren lassen können und in der Folge natürlich auch, wie dem Kind geholfen werden kann. Das heißt, ich muss wissen, wie kann ich meinen Spross als Mutter oder Vater unterstützen, um ihn mit all seinen Besonderheiten so zu begleiten, dass er sich gut entwickeln kann? Aber es ist auch wichtig zu wissen, welche Therapien sinnvoll sind. Das heißt, ich muss mich als Mama und Papa auch schlau machen, was es am Therapiesektor gibt und vor allem muss ich mir auch Gedanken über Medikamente machen, mich damit auseinandersetzen und dann die für mein Kind passende Entscheidung zur Frage Medikamente ja oder nein treffen. Nachdem das Thema Medikamente aber ein so umstrittenes, gleichzeitig aber extrem wichtiges in der Begleitung von Kindern mit ADHS und ADS ist, verweise ich hier schon mal auf die Podcasts 1 bis 4 und 10 bis 12. Also solltet ihr bei dem Thema Medikamente eure Zweifel haben. Aber auch dann, wenn Medikamente für euch gar nicht in Frage kommen. Ich bitte euch von ganzem Herzen, mir hier zu vertrauen und die genannten Podcasts anzuhören und erst dann eure Entscheidung in Bezug auf Medikamente zu treffen. Gut.
Wenn ihr dann mal ein Grundwissen zum Thema habt, geht es im nächsten Schritt natürlich darum, euer Kind ADHS-gerecht zu begleiten bzw. zu erziehen. Das heißt, wir kommen zur nächsten Säule und die lautet Regeln, Grenzen, Konsequenzen. Und auch wenn sich das vorerst mal, naja, streng und autoritär anhören mag, so ist das natürlich ganz und gar nicht so gemeint. Vielmehr soll es darum gehen, unseren Kindern durch Grenzen einen für sie eben abgegrenzten Raum zur Verfügung zu stellen und innerhalb dessen können sie sich dann in Ruhe entwickeln und müssen sich nicht um Dinge kümmern, für die sie noch gar keine Lebenserfahrung haben. Das heißt, diese Grenzen bewahren sie dort vor Schaden, wo sie sich in ihrer Lebensunerfahrenheit für Dinge entscheiden würden, die schädlich für sie sind oder schlecht für ihre Entwicklung oder sogar gefährlich für sie wären. Und oft würden sie sich natürlich für Dinge entscheiden, die nachteilig für sie sind, weil sie bis zu einem gewissen Alter noch ganz und gar bedürfnisgesteuert sind und die Vernunft einfach noch nicht ausreicht, sich für das momentan vielleicht weniger angenehme, aber auf lange Sicht zielführendere zu entscheiden. Jedes fünfjährige Kind würde sich vermutlich lieber für drei Eiscremes als für das Müsli und den Apfel entscheiden. Und jeder Zehnjährige würde gerne bis lange nach Mitternacht aufbleiben und gamen. Und jeder 13- oder 14-Jährige schon Alkohol probieren und nächtelang auf Partys bleiben. Doch genau hier und natürlich auch bei weniger krassen Beispielen liegt unsere Verantwortung als Eltern, die entsprechenden Grenzen zu setzen und Regeln aufzustellen. Und dann eben bei Grenzüberschreitung oder Regelbruch die angekündigten Konsequenzen folgen zu lassen. So weit, so gut, aber nun kommt ein ganz wichtiger Knackpunkt. Wie vereinbare ich Regeln und Grenzen mit meinem Kind? Wie beharre ich auf einer Regel oder einer Grenze, mit der mein Kind nicht einverstanden ist, die ich aber als unumgänglich empfinde? Und wie setze ich Konsequenzen so durch, dass mein Kind die von mir auch annehmen kann? Nun, die Antwort darauf ist eigentlich recht einfach, allerdings nicht einfach umzusetzen. Obwohl eigentlich auch die Umsetzung einfach wäre, wenn uns unsere eigenen Erziehungsmuster, die wir als Kind erlebt haben, nicht daran hindern würden. Und wenn uns dieser typische auf Druck und Macht aufbauende Umgang miteinander, der in unserer Gesellschaft nun mal oft praktiziert wird, nicht immer wieder dazwischenfunken würde. Aber alles der Reihe nach. Zuerst einmal ist es wichtig, dass Regeln und Grenzen gemeinschaftlich vereinbart werden. Natürlich nur, wenn das Kind schon das entsprechende Alter hat. Also sagen wir mal, bei einem Kind von 6 bis 7 Jahren kann man da schon sehr gut anfangen, damit es bei Vereinbarungen mitreden zu lassen. Wichtig ist aber natürlich auch, dass dem Kind klar ist, warum diese Regel aufgestellt wird oder diese Grenze gesetzt werden muss, damit es weiß, dass es in erster Linie um sein Wohl geht. Und dann wird das eben ausgehandelt. Wenn es zum Beispiel um die Schlafengehenszeit und das handyfreie Zimmer des Kindes geht, würde man erklären, warum ausreichender Schlaf so wichtig ist, dass das Handy im Zimmer eine zu große Versuchung zum langen Chatten darstellt und so weiter. In den meisten Fällen sind die Kinder sehr einsichtig, denn sie spüren, dass wir die Erwachsenen sind, die die Lebenserfahrung haben. Und sie spüren auch, dass wir am Unliebsamen festhalten müssen, weil wir sie beschützen wollen und weil wir sie lieb haben. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Dinge, gegen die Kinder sich schon im Vereinbarungsprozess wehren. Der Junior will zum Beispiel mindestens 5 Stunden pro Tag gamen, für euch ist aber 1 Stunde das Limit. Und genau hier liegt es dann an uns, den Kindern zu vermitteln, dass wir an unseren Entscheidungen festhalten, weil wir sie lieb haben und uns ihr Wohl am Herzen liegt. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich unseren beiden Jungs in solchen Situationen immer gesagt habe, es wäre einfacher für mich, dich einfach machen zu lassen, aber du bist es mir wert, dass ich dir das immer und immer wieder erkläre und dass ich auch an dieser Entscheidung festhalte. Ich treffe diese Entscheidung nicht, weil ich dich nicht lieb habe, sondern ganz im Gegenteil, weil du das Wichtigste für mich auf der Welt bist. Und schon als sie noch Kinder waren, aber vor allem auch heute als erwachsene junge Männer, haben sie bestätigt und bestätigen uns das immer wieder,
dankbar zu sein, dass wir so konsequent waren und bei vielem dahinter waren und nicht nachgegeben haben, wo sie es damals in ihrer Unwissenheit lieber anders gehabt hätten. Beide Kids sagen beispielsweise heute mit 20 und 21 immer wieder, wie froh sie sind, dass wir beim Medienkonsum doch relativ streng waren und sie dazu angehalten haben, Sinnvolleres zu tun. Aber bei aller Konsequenz und Beharrlichkeit im Hinblick auf Regeln und Grenzen, und damit sind wir jetzt schon bei Säule Nummer 3, ist es dennoch immer wichtig, ein offenes Ohr und vor allem ein offenes Herz für die Bedürfnisse eures Kindes zu haben und es zu fragen, warum es gerade wütend ist, was ihm so schwer dran fällt, Ordnung in seinem Zimmer zu halten, warum es einfach nicht gelingt, die Switch zum vereinbarten Zeitpunkt zur Seite zu legen, etc. etc. Wenn eure Kinder merken, dass ihr euch für ihr Innenleben und ihre Bedürfnisse interessiert, werden sie deutlich kooperativer, das verspreche ich euch. Sie fühlen sich geliebt und in ihren Wünschen verstanden und sie können dann unangenehme Entscheidungen viel eher hinnehmen. Nehmen wir mal an, ein Kind soll aufhören, mit der neuen Autorennbahn zu spielen und beginnen, seine Hausaufgaben zu machen. Eure gewohnte Routine bzw. eure vereinbarte Spiel- und Hausaufgabenzeit ist so, dass nach dem Mittagessen eine Stunde Spielzeit vereinbart ist und dann geht es mit den Hausaufgaben los. Nachdem euer Kind aber vielleicht schon 65 Minuten mit seiner Autorennbahn beschäftigt ist und immer noch nicht zu spielen aufgehört hat, fordert ihr es auf, nun mit den Hausaufgaben zu beginnen. Da das Kind natürlich keine Lust hat, folgt Gemotze oder euer Spross bettelt, noch eine Viertelstunde spielen zu dürfen und erst dann mit den Hausaufgaben zu beginnen. Wenn ihr in einer solchen Situation dann mit etwas ungehaltener Stimme sagt, hör jetzt zu spielen auf, du weißt, dass nach einer Stunde Spielen die Hausaufgaben zu erledigen sind, das haben wir so ausgemacht, so ist das aus eurer Sicht zwar nachvollziehbar, aus der Sicht des Kindes aber nicht ganz. Denn es kann sich nun mal nicht überwinden und es würde den Beginn noch gerne weiter rausschieben und es denkt sich auch wahrscheinlich, Mama, kann es doch egal sein, ob ich jetzt noch eine Viertelstunde spiele und dann erst beginne. Das heißt, um eurem Kind zu signalisieren, ich verstehe dich ja, aber, Punkt, 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 könntet ihr stattdessen Folgendes sagen. Ich verstehe, dass dir das Aufhören mit der Autorennbahn schwerfällt. Und noch viel schwieriger ist wahrscheinlich der Beginn mit den Hausaufgaben für dich. Ich kann so richtig spüren, dass du da jetzt überhaupt keinen Bock drauf hast. Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam schon mal das Deutschheft und deine Schreibmaterialien zusammensuchen und ich mit dir gemeinsam überlege, was du zu deiner Bildgeschichte schreiben könntest? Das Kind fühlt sich dann verstanden und durch euer Angebot, den Beginn gemeinsam zu gestalten und zu helfen, ist diese Hürde plötzlich gar nicht mehr so groß. Wenn ihr mehr zu dieser Art mit eurem Kind zu sprechen erfahren wollt, dann hört euch Podcast Nummer 47 an. Da spreche ich mit Imke Schlecking eine Episode lang genau darüber. Gut, dann kommen wir zur Säule Nummer 4 und das ist die Säule der Achtsamkeit. Wir sind in unserem hektischen und fordernden Alltag oft so gefangen, dass wir nur noch gestresst und genervt sind und dann oft für die Anliegen unserer Kinder, die uns oft unwichtig erscheinen und die meistens auch anders vereinbart waren, gar keine Energie mehr haben. Nehmen wir mal an, ihr kommt gestresst von der Arbeit nach Hause, habt gerade eure kleine Tochter aus der Nachmittagsbetreuung abgeholt. Der ältere Sohn mit 11 Jahren ist aber schon zu Hause und hätte eigentlich schon seine Hausaufgaben erledigen sollen. Und schon, als ihr bei der Tür hereinkommt, poltert euch euer aufgebrachter ADHSler mit den lauten Worten entgegen: Die doofe Hausaufgabe in Mathe habe ich nicht geschafft, das war einfach viel zu schwer. Kann ich jetzt trotzdem meine halbe Stunde Medienzeit haben? Und nun habt ihr plötzlich nicht mehr nur die Aufgabe, eure Dreijährige aus der Straßenkleidung zu bekommen, das Abendessen auf den Tisch zu kriegen und noch 2 Mails abzusenden, die sich in der Firma nicht mehr ausgegangen sind, sondern ihr müsst auch noch eine Entscheidung treffen, die für euch eigentlich klar auf der Hand liegt. Keine Hausaufgaben, keine Medienzeit. Und obwohl eine leise Stimme irgendwo in eurem Hinterkopf sagt, dass euer Kind gerade richtig mit Mathematik zu kämpfen hat und es jedes Mal an der Mathe-Hausaufgabe verzweifelt, selbst wenn ihr ihm dabei helft, schnauzt ihr in eurer momentanen Überforderung vielleicht automatisch in seine Richtung,
Du kennst die Vereinbarung. Medienzeit gibt es erst nach erledigten Hausaufgaben. Eine vorerst mal verständliche und zumindest nach außen hin legitime Reaktion. Doch was hätte euer Kind tatsächlich in dieser Situation gebraucht? Es hätte eure Achtsamkeit gebraucht. Es hätte gebraucht, dass ihr euch einfach eine Minute lang, und länger muss es wirklich nicht sein, von all euren Gedanken, die euch gerade mit Abendessen, Mails beantworten und all dem anderen durch den Kopf schießen, dass ihr all das zur Seite schiebt und nur euer Kind in seiner Verzweiflung über die Mathehausaufgabe und seinen Wunsch nach seiner halben Stunde Medienzeit wahrnehmt. Und wenn ihr euch diese halbe Minute oder Minute nehmt und wirklich versucht, in euer Kind hineinzuspüren, dann wird euch seine tiefe Verzweiflung bewusst. Die Verzweiflung darüber, erstens mal die Hausaufgaben wieder mal alleine nicht geschafft zu haben und zweitens mal seine geliebte Medienzeit jetzt dadurch auch noch zu verlieren. Und dann werdet ihr vermutlich anders antworten. Ihr könntet zum Beispiel sagen: Gib mir eine Minute, deine Schwester aus dem dicken Anorak rauszubekommen, und dann werde ich vermutlich nochmal 20 Minuten für die Vorbereitung des Abendessens brauchen. Aber dann sehen wir uns die Hausaufgaben gerne gemeinsam an. Du wirst sehen, gemeinsam schaffen wir das. Und danach kannst du gleich dein Videospiel spielen. Wenn du magst, kannst du mir auch ein wenig zur Hand gehen, dann bin ich schneller und du kommst schneller zum Spiel. Wenn ihr so mit eurem Kind sprecht, begleitet von einem Lächeln oder einer Umarmung, ist die Situation sofort entschärft und der ganze Abend nicht mit weiteren Diskussionen und Wutanfällen vergiftet. Euer Junior wird glücklich sein, nicht ausgeschimpft worden zu sein, seine Hausaufgaben mit eurer Hilfe doch noch hinzubekommen und auch sein Gamen nicht zu verpassen. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Säule: gemeinsame Qualitätszeit mit Mama und Papa. Und die ist deshalb so wichtig, weil sie Gelegenheit für so viel Wichtiges bietet. Erstens mal ist sie meistens eine entspannte Zeit, in der wir viel mehr Möglichkeiten bekommen als zum Beispiel in der Hausaufgabensituation, unseren Kindern unsere Liebe zu zeigen. Wenn wir nicht unter Druck stehen und entspannt sind, ist das um ein Vielfaches leichter. Gemeinsame Zeit bietet auch Gelegenheit für wichtige Gespräche, in denen unsere Kinder merken, wie sehr sie uns am Herzen liegen und wie sehr wir uns bemühen, sie in ein glückliches und erfülltes Erwachsenenleben zu führen. Gemeinsame Zeit bedeutet aber oft auch mal nur Spaß haben, um einen Ausgleich zu den Zeiten zu bieten, in denen unsere Kinder etwas leisten müssen und in denen sie funktionieren müssen. Zeit mit Mama und Papa zu verbringen, bietet auch die Chancen, dass Kinder etwas lernen. Und damit meine ich nicht nur die Namen von Bäumen bei einer gemeinsamen Wanderung. Denn Kinder müssen ganz vieles lernen und dafür braucht es Zeit. Zeit, in der ihr ihnen das alles beibringen könnt. Sie müssen lernen, wie man sich anderen gegenüber sozial verhält, wie man sich in eine Gemeinschaft einfügt und deren Regeln befolgt, um dort angenommen zu werden. Wie man Konflikte löst, wie man sich gegen Dinge abgrenzt, die einen überfordern oder zu weit gehen. Sie müssen lernen, dass wir auf einem Planeten leben, den es zu schützen gilt. Sie müssen lernen, selbstständig zu werden und sich zu organisieren und vieles, vieles mehr. All das passiert größtenteils im gemeinsamen Miteinander mit Erwachsenen, in der Regel mit den Eltern. Und das wird nur dann gut funktionieren, wenn die Zeit, die man miteinander verbringt, auch wirkliche Qualitätszeit ist und nicht alle Familienmitglieder zwar im Wohnzimmer sitzen, aber jeder nur auf einen Bildschirm schaut. Deshalb achtet darauf, dass ihr genügend Zeit mit euren Kids verbringt, in der Gelegenheit ist, all das und noch vieles mehr mit ihnen zu erleben. Gut, ihr Lieben, das waren sie meine 5 Säulen. Erstens mal ausreichend Informationen über die ADHS, um das Verhalten eures Kindes einordnen und verstehen zu können. Zweitens Regeln und Grenzen und Konsequenzen für Sicherheit und Orientierung. Drittens in der Liebe bleiben, das Kind in seinen Bedürfnissen wahrnehmen und wo immer es möglich ist, in Entscheidungen mit einbeziehen. Viertens Achtsamkeit, um die Bedürfnisse eures Kindes zu erspüren und seine Innenwelt zu sehen. Und fünftens gemeinsame Qualitätszeit, um die Bindung zu eurem Kind zu stärken und eurem Kind eine Vielfalt von Lernmöglichkeiten und einfach eine schöne Zeit mit euch zu bieten.
Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/Erziehungsprinzipien herunterladen könnt und auch an das Webinar, in dem ihr noch viel mehr von dem soeben Gesagten erfahrt und für das ihr euch unter www.adhshilfe.net/Webinar anmelden könnt. Nächste Woche geht es dann mit einem der größten Belastungsthemen vieler Eltern von Kindern mit ADHS und ADS weiter, und zwar mit dem Thema Schule. Und dafür werde ich eine ganz besondere Mutter als Interviewgast bei mir haben. Sie ist zum einen Mutter eines Sohnes mit ADHS, zum anderen ist sie auch Grundschullehrerin und kennt sozusagen beide Seiten. Das wird eine hochspannende Folge werden, also verpasst die auf gar keinen Fall.